Hallo, wir sprechen heute über Mais-Bohnen-Gemenge und was man bei seinem Anbau beachten muss. Dieses Gemisch ist mittlerweile sehr beliebt. 2020 wurde es auf ca. 15.000 Hektar angebaut und 2021 sind es schätzungsweise bis zu 20.000 Hektar. Viele Milchvieh- und Schweinemastbetriebe versprechen sich davon hohe Eiweißerträge. Mein Name ist Juli und wir sprechen heute über Mais-Bohnen-Gemenge und was man beachten muss, wenn man dieses Gemisch testen möchte. Aber bevor wir starten, stellen Sie sicher, dass Sie unseren Kanal abonnieren. Klicken Sie dazu einfach auf Abonnieren und aktivieren Sie die Glocke nebenan. So werden Sie immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. So, jetzt geht es aber los. Was sollte man beachten, wenn man ein Mais-Bohnen-Gemenge anbaut? Das erste sind die Körnergrößen. Die Bohnen sollten dem Mais in der Größe ähneln. Einmal, damit sie durch die Maschine gehen und zum anderen wegen der Ablagegenauigkeit. Bei Feuerbohnen ist dies eher nicht der Fall. Das Saatbett sollte möglichst unkrautfrei sein, denn nur in den ersten 5 Tagen nach der Einsaat darf ausschließlich ein Bodenherbizid eingesetzt werden. Saatgutkosten sind ca. 150% höher als bei der Maisreinsaat. Das liegt auch daran, dass sich insgesamt die Saatstärke erhöht. Wird beispielsweise ein reiner Maisacker mit 80 bis 90.000 Korn bestellt, so sind es beim Mais-Bohnen-Gemenge ca. 75 bis 80.000 Korn Mais und ca. 35 bis 40.000 Korn Bohnen. Insgesamt also 110 bis 120.000 Korn an Mais und Bohnen zusammen pro Hektar. Der Aussaattermin ist ca. Anfang Mai, lieber etwas später als zu früh, damit Mais und Bohnen zügig und gemeinsam auflaufen können. Die eingesetzte Stangenbohnensorte sollte einen späteren Abreifezeitpunkt haben, um mit maximalem Ertrag geerntet und siliert werden zu können. Stangenbohnen sind Leguminosen. Das heißt, dass sie durch ihre Knöllchenbakterien Stickstoff fixieren. Hier muss man also vorsichtig sein mit der Düngegabe. Man kann von ca. 30 Kilogramm pro Hektar weniger Dünger ausgehen. Wir haben hier absichtlich nur von der Stangenbohne gesprochen, da die Ackerbohne im Gemenge zu 95% ausfallen kann. Wenn Sie Fragen haben, posten Sie diese einfach in den Kommentaren und ich antworte darauf. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und nicht vergessen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, teilen Sie es, liken es und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, indem Sie auf den roten Knopf drücken. Weitere Infos finden Sie auf www.holtmann-saaten.de und natürlich in den spannenden Videos hier auf dem Kanal.